meiner Lieblingsrezepte für einfach mal eben schnell zwischendurch. Man kann super kreativ werden. Das ist meine Version. So, hier erstmal wieder alle Zutaten im Überblick. Pausiert da, wenn ihr sie abscreenshotten wollt. ich tue dann Apfel rein, dann Bananen möglichst reif, Erdnussmus, Quark, Kakao, Nüsse, alle Arten von Nüssen, Trockenfrüchten, wie auch immer, ein bisschen Kokosöl, Zimt, ein bisschen Backpulver, Sonnenblumenkerne, Haferflocken und gemahlene Mandeln oder Dinkelmehl oder was auch immer ihr gerade so da habt. Dann, je reifer, je besser, könnt ihr sie einfach besser zermatschen. Zermatschen wir da erstmal die Bananen. Das ist erstmal die Grundlage. Dann zerkleinern wir den Apfel so klein, wie wir ihn gerne haben möchten. Packen den noch mit drauf. Ihr könnt das natürlich auch alles miteinander vermixen. Dann Haferflocken mit dazu, Mehl mit dazu. Ihr packt eigentlich alles einfach zusammen und könnt das eben auch mixen. Ich mag das, wenn es so verschiedene Texturen da drin hat quasi. Und ihr könnt natürlich alle Arten von Körnern nehmen. Ich tue auch gerne Leinsamen oder so rein. Da hatte ich jetzt Mandeln und getrocknete Blaubeeren, nehmt Rosinen, was auch immer euch einfällt. Kakao, wenn ihr es gerne ein bisschen schokoladig wollt. Jede Art von Nussmus ist total super da drin. Quark, natürlich auch gerne eine vegane Alternative. Ein bisschen Backpulver, nicht zu viel, sonst wird es seifig. Und dann vermengen wir das einfach miteinander. Und packen das in den Ofen. Das ist eine sehr, sehr vage Angabe mit 180 Grad, 30, 40 Minuten. Probiert es einfach aus. Stecht ab und zu mal rein und macht das nach Gefühl. Und dann haben wir dann super leckeres, komprimiertes Müsli quasi für unterwegs. Mit ein bisschen Obst, ganz, ganz verschieden einsetzbar. Ich liebe es extrem. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!